Achten Sie mal drauf, wie satt die Maschine im Gelände steht. Das hängt zum einen natürlich an der Außengewogenheit, aber zum anderen auch an eurem Fahrwerk. Das hat nämlich ein paar Besonderheiten. Genau. Unser Fahrwerk, wir haben also ein variables Fahrwerk, das den Transport zusammenfahren kann, um halt eine ordentliche Transportbreite zu erreichen. Und wenn wir die Standfestigkeit brauchen, um Steinbruch und die Ladearbeit durchzuführen, ist unser Fahrwerk variabel. Wir verstellen uns also auf die maximale Breite, um so die Standfestigkeit zu erhöhen. Und gleichzeitig haben wir auch sehr niedrige Schwerpunkte, die Maschine sehr stabil im Steinbruch steht und also sehr sicher ist zum Bedienen. Das sehen wir jetzt auch gleich schon mit unseren Augen. Volvo ist ja auch bekannt dafür, dass eben da im Wesentlichen kaum was zugekauft wird, sondern Volvo entwickelt den Großteil der Komponenten selber. So in dem Fall auch mit zum Beispiel die Dieselmotoren. Da ist ja Volvo dann auch mit den Trucks auch noch parallel unterwegs und da werden auch die gleichen Motoren verwendet, unterschiedlich konfiguriert. Wie schaut es hier aus? Was wird da für ein Antrieb verwendet? Korrekt, hier wird ein Volvo-Motor 16 Liter eingesetzt mit 508 PS, der auch aus, wie gesagt, bei unserem Motor stammt. Und die Maschine 750E zum Beispiel hat jetzt auch 10% mehr Motorenleistung als der Vorgänger, der 70 Tonner. Also die Motorenleistung ist für uns sehr wichtig. Das ist natürlich möglich, ohne dabei zu viel Dreck rauszupusten, gehe ich mal zumindest von außen. Da ist ja wohl auch dem einen oder anderen schon mal ein bisschen positiv aufgefallen. Korrekt, wir sind ja immer Vorreiter im Hause Volvo, weil der Umweltschutz eines unserer Kernwerte ist. In dieser Maschine, wie gesagt, 16 Liter Motor, einsetzt Stufe 4 mit SCR und im Standard diese Partikelfilter. Das ist unsere Strategie, dass wir auch schon für die nächste Abwehrfunktionsstufe dementsprechend ausgerüstet sind. Okay, Ausrüstung ist in dem Fall auch noch mein Stichwort. Das haben wir abgesehen von einer großzügigen Kabine, wovon ich mal ausgehe, ansonsten noch beim Fahrer für den Komfort und für Assistenzsysteme noch drin? Ja, also wie gesagt, die Fahrerkabine an sich ist bei Volvo steht immer im Vordergrund. Der Fahrer muss sich wohlfühlen. Es ist ein Arbeitsplatz für 8 bis 10 Stunden Schichten. Dementsprechend haben wir unsere Elemente ergonomisch angepasst. Wir haben unser Display vergrößert, mit 20 Zoll Display drin. Alle Schalteranordnungen in der Kabine wurden verbessert. Die Anzahl der Schalter hat sich verringert, sodass es einfacher für den Fahrer zu bedienen ist. Wir haben eine Freisprecheinrichtung im Standard drin, eine Bluetooth-Einrichtung. Des Weiteren haben wir eine Option zum Beispiel mit der Luftpistole, um die Kabine zu reinigen. Wir haben eine automatische Motorabschaltung und viele weitere Optionen. Natürlich auch eine klimatisierte Kabine. Sehr, sehr geräumig und mit vielen Ablageflächen für den Fahrer gestaltet. Da ist eine ganze Menge geboten und das ist, glaube ich, auch der 60er inzwischen gut gefüllt. Und wir können dann gleich mal gucken, nachdem Olli noch ein bisschen dabei putzt, wie dann die Mulde zu bedienen ist. Damit hol ich, das wisst ihr schon. Jetzt gucken wir mal an, was der Mika zeigt, nämlich den A60H. Das ist der neue H-Dumper und nicht ganz ohne Stolz, kann man sagen.